Yo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ihr wisst, normalerweise starte ich das ganz anders als sonst, aber die Information hier hat einen Grund. Wir müssen das Kapitel 1 von Life is Strange True Colors leider neu spielen. Das liegt einfach daran, weil beim letzten Mal ich ja Probleme hatte. Schaut mein Update zum PC-Problem an. Deswegen also die ganzen Meinungen, Erfahrungen, die ich mit diesem Spiel hatte, leider nicht mehr ganz on point sind. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ne, wollte ich nochmal kurz sagen. Und wir starten einfach ein komplett neues Spiel. Denn dieser Spielstand ist jetzt weg. Und zack. wo habe ich denn meine Cam? Das hier müsste sie sein. Hoffen wir, dass die Grafik-Settings passen. Also, Alex. Es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Life is strange, too. Kapitel 1, Seite A. Oh. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Dann wollen wir mal und hoffen, ich bin mal gespannt, wie flüssig das Game läuft. Also ich sehe die Frames, die ich aktuell habe. Ist verrückt, die Remastered-Version von Life is Strange läuft stabiler. Und besser. Ich meine, wir können mal ganz kurz noch mal kurz was gucken. Video. Dabei habe ich es noch nicht mal ganz hoch, ne? Ich könnte es sogar noch übertriebener machen, hier auf Filmsequenzen, da gering, mittel, hoch. Wir können hier auch nochmal gucken. Guck mal hier, ich habe noch nicht mal alles wirklich richtig hoch, ne? So, zack. Zack, ja. Zack, zack. So, wollen wir mal gucken. Ich hab's jetzt nicht ganz hoch, weil ich bin jetzt auch nur... Ah, jetzt bin ich höher. Ah, nee. In der Richtung? Ja, aber in der nicht. Wir werden sehen, wie das läuft. Ich meine, hoch sieht's ja auch schon nicht scheiße. Die Gegend ist der Wahnsinn. Wirklich. Das ist ein sehr, sehr kleines Dörfchen, muss man sagen. Was aber gar nicht mehr so schlecht ist eigentlich, ne?
Im Übrigen, ich habe keine Ahnung, wie ich das mit der Cam handhaben soll. Ob ich sie jetzt immer eingeblendet lassen soll oder nicht eingeblendet. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Platzierung, die hier ist, wegen den Untertiteln, die hier kommen. Aber wir gucken einfach mal. Aber bei dem Feeling, was jetzt gleich kommt, möchte ich kurz die Cam ausgeschaltet bekommen. Ist das wirklich? Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Ich wäre cool mit einer Umarmung. Oh, gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Ich bin gewachsen, ha? Huh? Ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Na klar, rocken wir los. Kein Plan, wo das herkam. Ich auch nicht. Aber mir gefällt der Spirit. Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Hab ich gemerkt. Willkommen in Haven. Schon echt ein schönes kleines Dörfchen, muss ich schon sagen. Schön idyllisch. Echt hübsch. Komm. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Hey, Gabe. Riley? Das ist meine Schwester Alex.
Sag mal, was deine größte Schwäche? Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen, eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Ehrlich sein. Ehrlich. Ich würde ehrlich sein. Das ist oft nicht leicht, aber dann wirkst du viel authentischer. Sag ich ja. Wow. Ihr beiden scheint mir jetzt schon ein echtes Dreamteam zu sein. Sieht so aus. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Also? Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Also ehrlich gesagt, das, was im Netz steht, ist eine Sache, gar keine Frage. Aber meiner Meinung nach, wenn sie schon Sonnenblumen mag, würde ich Sonnenblumen einfach wählen, weil wie geil, zum einen kann man es eigentlich damit, glaube ich, beweisen, die Person hört mir zu, weiß sie Vorlieben. Sorry, dass das sich jetzt so entwickelt, aber wenn sie Sonnenblumen mag, dann würde ich sagen... Also wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde, naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Darf ich anschreiben? Ja. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein. Noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Ich meine, wenn Mac, wer weiß, wie drauf ist, wäre es am schlausten, ihm noch nicht alles zu erzählen, oder? Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Ich find's übrigens immer noch krass, dass erst seit Turcalis, und das Spiel, spielen wir ja gerade, das Spiel eine deutsche Synchronisation bekommen hat. Jetzt erst. Wobei ich jetzt auch nichts gegen die englische Synchronisation hätte. Ich find's aber trotzdem irgendwie verrückt. Ein Muss für jeden verzauberten Garten. Ich meine, schlecht klingt sie jetzt nicht. Nur ich weiß, dass die irgendwie, also im Laufe des Spiels kann sie... Ich weiß nicht, man hört bei manchen Stellen, das kommt irgendwann, erst recht, wenn es irgendwann Pike ist, dass die Stimme manchmal ein bisschen schneller haben. Warum? Auch immer. Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. gut. Aber was jetzt auch nicht unbedingt als Negativpunkt sehen soll. Mir ist es halt aufgefallen bei der letzten, verloren gegangenen Aufnahmesession, ne? Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Warum sollten nicht auch wirklich schöne Häuser bekommen? Der hat so einiges gesehen. Ja, deswegen wäre die Idee... Perfekt. Jetzt sieht er nicht mehr so einiges, oder immer noch? Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es wohl kaum erwarten. Oh Gott, bitte hört auf. Zu hart? Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Oh, immer doch. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Schade. Oh, wer die wohl sind? Süß, oder? Ja. Sind das deine Großeltern?
Nein, aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Ja, warte mal, wir können ja was rausfinden. Zack. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Wenn sich Riley so viele Gedanken macht, ist diese Stadt vielleicht doch nicht so übel. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Aber auch ein schönes kleines Liedchen hier, muss ich ehrlich sein. Was sagt sie jetzt eigentlich zu ihm? Hey Ladies, Lust auf einen Drink? Naja gut, ich glaube, wir haben übrigens alles, ne? Also, Gabe, lass uns raus! Bitte! Wir sind durch! Danke! Danke, wir sehen uns, Riley. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Pass bloß gut auf, es wird windig. Ich pass schon auf. Ich will nur nicht, dass du fällst. Auf einer Leiter muss man sicher stehen. Jetzt hör schon auf. Hey! So, hier ist es. Wow. Danke für die Info. Ich weiß nicht, ob wir haben den 28. April. Wow. Ziegenyoga. Wow. Ziegenyoga. Namaste. Zentrieren Sie Ihren Körper, befreien Sie Ihren Geist und tun Sie das alles mit winzigen Ziegenfüßen auf Ihren Rücken. Nehmen Sie an einem unseren entspannten Yoga-Kurse auf unserer Farm teil. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie Stacy unter dieser Nummer an. Bergamo, Roberto. What the fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga? Mit Ziegen? Willkommen in Colorado. Schritt 1, die Sache mit Charlotte wieder gerade biegen. Schritt 2, Alex und Charlotte werden beste Freundinnen und alle sind glücklich. Gabe ist echt nervös. Er will, dass es mir hier gefällt. Wirklich lieb von ihm. Örtlicher Imker bricht alle Rekorde für Gesamtanzahl gehaltener Bienenvölker. Stopp die Druckerpresse. Hey, kein Hate. Wie viele Bienen hast du denn? Als ich das letzte Mal gezählt habe, so circa 0. Hast du das Video gesehen? Ja, das war schon mega. Aber sie live zu sehen, ist echt nochmal was anderes. Total. Wir wollen erstmal ein bisschen hier noch im Umkreis gucken, oder wobei, ja. Vielleicht sehen wir irgendwann auch den Rest der City noch. Aber Gabe! Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Kann sogar sein. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich geh kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi Ethan, ich bin Alex. Was liest du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Ich würde lieber Feuer verschießen und meine Gegner zu Asche verbrennen. Was, wenn der Feuerring versehentlich beim High Five losgeht? Zu riskant. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gerne. Bestimmt ein schönes Ding. Du kannst
ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Mach dir bei mir mal keine Sorgen. Gabe und ich waren ständig an Orten, an denen wir nichts verloren hatten. Danke, Alex. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen.